Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Normalerweise wird für die Haltbarmachung von Makrele, Hering oder Thunfisch Öl verwendet. Das macht den Fisch haltbar. Beim Thunfisch im eigenen Saft ist das etwas anders. Im eigenen Saft bedeutet hier so viel wie in Wasser oder in Aufguss. Thunfischfleisch an sich enthält nämlich kaum Flüssigkeit. Deshalb wird den Konserven immer etwas Wasser zugegeben. Dann wird die Dose luftdicht verschlossen und auf über 100 Grad erhitzt und so sterilisiert. Dosenthunfisch verliert während der Herstellung seine rote Farbe. Die wertvollen Omega-3-Fettsäuren gehen durch das Verpacken in Dosen aber nicht verloren. Und auch beim Herstellungsprozess bleiben sie weitgehend erhalten. Außerdem, Dosenthunfisch im eigenen Saft behält seinen Eigengeschmack und wird nicht vom Ölgeschmack überlagert. Achtet beim Einkauf darauf, dass der Fisch aus zertifizierten Fischereien kommt. Das erkennt ihr am MSC- oder ASC-Siegel. Guten Appetit! Radio SAW deckt auf. Gibt's auch als Podcast. Und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.